Herzlich willkommen zum heutigen Länderspiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind für Sie dabei. Und gleich geht's dann auch los. So gehen's die Bayern also heute an. Sie spielen im 4-3-3 mit zwei Flügelstürmern. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barca. Tor ist leer! Und jetzt ist der Ball geklärt. Den Ball leitet er weiter. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Er kommt nicht durch mit dem Pass. Der Verteidiger passt auf. Lewandowski. Jetzt Piqué. Ball bei Neymar. Klasse Tackling. Da kommt er an den Ball. Und jetzt Lewandowski. Iniesta. Iniesta. Jetzt Lewandowski. Gibt gleich mal einen Freistoß nach diesem Foul. Für das Foul zeigt er die gelbe Karte. Und so früh vorbelastet zu sein, ist natürlich ganz schlecht für den Spieler. Suarez! Klasse aufgepasst vom Torwart. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Und nun ein Schuss. Super Einsatz vom Torhüter. Nächste Chance, noch eine Ecke. Piqué! Klasse vom Verteidiger, den hat er super geklärt. Iniesta. Ribéry. Ribéry im Vorwärtsgang. Das wird gefährlich. Die Flanke war alles andere als präzise. Ball jetzt bei Lahm. Wichtig, den Ball hat er sicher. Und jetzt muss Robben sich hier durchsetzen. Und jetzt Müller. Jordi Alba. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Abgeklärt gemacht hier mit der Hacke. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Jetzt Müller. Super mitgespielt. Da kommt er ganz schnell raus. Ganz stark. Nun kann er hier den Treffer verhindern. Souverän. Er hat den Ball. Die Hereingabe gleich durch Alonso. Eine weitere Ecke gibt's nach dieser starken Parade. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Erneut Ecke. Nun Neymar. Luis Suarez am Ball. Thomas Müller. Lewandowski. Und da holt er sich den Ball. Nun Lionel Messi. Das ist jetzt seine Chance. Neymar! Ein unfassbares Tor! So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ribéry! Das Tor! Und jetzt ist das Spiel wieder offen! Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. 1:1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen.
Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Jetzt Lewandowski. Robben! Die kann er einfach, diese Schüsse aus der Distanz. Hier hat dann aber zum Torerfolg doch noch was gefehlt. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Xabi Alonso. Rakitic jetzt. Xabi Alonso am Ball. Sehr gut gemacht, er hat den Ball. Jetzt Robben. Das ist die Chance. Thomas Müller. Und den Ball hält der Torhüter fest. Jetzt gibt's Freistoß. Das hätte sonst eine gute Chance geben können. Und Rakitic. Jetzt vielleicht. Und nun Busquets. Das könnte die Chance werden. Jetzt ist der Angriff dort gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Ribéry. Trifft er, ja, drin. Tor. Da hat er den Doppelpack. Sehr gute Leistung. Jetzt liegen die Bayern vorne. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Jetzt Busquets. Drei Treffer haben wir durch. Anstoß zur zweiten Hälfte. Die Bayern liegen vorne. Suarez. Jetzt könnte der Pass kommen. Messi jetzt. Messi! Und Tor! Alles wieder offen! Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges... Und damit Freistoß gegen Barca. Jetzt will er ihm den Ball abnehmen. Jetzt hatten sie die Chance. Das wäre die Führung gewesen. Und jetzt der Schuss. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Thomas Müller. Lewandowski. Ball bei Neymar. Sergio Busquets. Den nimmt er direkt, aber er trifft nichts. Aber dabei sah er doch so gut aus. Schade, schade. Gute Gelegenheit. Robben. Klasse Tackling. Da kommt er an den Ball. Der FC Bayern wieder am Ball. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Messi. Sauberes Tackling und so haben sie jetzt Ballbesitz. Ribéry. Und jetzt Einwurf für die Bayern.
Ribéry. Jetzt Barca am Ball. Ivan Rakitic. Gut gemacht, den Ball holt er sich. Damit ist der Angriff vorbei, es gibt Abstoß. Messi jetzt. Da geht er gut dazwischen. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Lewandowski. Der Ball ist im Netz und damit liegen sie vorne. Wir hatten uns doch ein engeres Match erwartet, aber mittlerweile haben sie sich doch einige Chancen rausgespielt. Ne? Ja, Wolf, dann fällt eben auch mal das Tor. Ich bin jetzt auf die Reaktion gespannt. Die Münchner führen nach diesem Tor. Und Douglas Costa. Arda Turan. Super Hackentrick, der Ball kommt an. Alex. Lewandowski. Gut gespielt, ist das die Chance? Jetzt, der Ball ist drin. Fahne ist oben, abseits. Und damit zählt das Tor natürlich nicht. Alex. Boateng am Ball. Rafinha. Alaba. So, hier haben wir eine Einblendung. Nach der Aktion gibt es Freistoß gegen den FC Bayern. Turan am Ball. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Douglas Costa. Ganz einfach an den Ball gekommen. Rafinha. Und jetzt hat er den Ball. Lewandowski. Richtig gut vom Torwart, den hat er sicher. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Rafinha. Arda Turan jetzt. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Macht er den. Ganz wichtig. Da pfeift er. Es gibt Elfmeter. Und jetzt könnten sie die Führung hier verlieren. Es gibt den Elfer. Völlig zu Recht. Messi verwandelt den Elfer. Ein tolles Spiel, wieder ausgeglichen und es bleibt extrem spannend. So natürlich kein Problem, er holt sich den Ball. Er schießt. Dieser Treffer wäre jetzt so wichtig gewesen. In der Tat, und das war auch noch so richtig knapp. Den Köpfer. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Partie bleibt natürlich nach dieser Aktion offen und wir sehen noch einmal, auch das wieder eine Klasse. Den Ball faustet er weg, guter Einsatz. Da verhindert der Torhüter gekonnt den Gegentreffer und damit auch den Rückstand. Und hier jetzt der Statistikvergleich. So viele Ecken gab es bisher. Schöne Flanke. Versucht mit dem Kopf. Und jetzt haben sie das Tor. Kurz vor Schluss liegen sie vorne. Reicht das? Kurz vor dem Ende der Partie geht der FC Bayern hier in Führung. Jetzt wird es für den Gegner natürlich schwer. Die Münchner haben alle Zeit der Welt und werden versuchen, diese Partie über die Runden zu bringen.
wird schwer, da nochmal zum Abschluss zu kommen. Was ist das dramatisch hier in der Nachspielzeit? Der wohl entscheidende Treffer, wer hätte denn das noch geglaubt? Flanke von Robben. Douglas Costa. Rafinha. Da kommt der Schuss. Er hält den Ball fest. Das war wichtig. Das ist der Schlusspfiff. Der FC Bayern siegt hier in dieser Partie. Völlig verdienter Sieg und auch spielerisch haben sie heute überzeugt. Was für eine Offensivleistung. Ein Feuerwerk. Wie hast du die Leistung von Ribéry heute in dieser Partie gesehen? Ganz toll. Also überragend. Total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden. Vom Torwart. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Eine weitere Ecke gibt es nach dieser starken Parade. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Erneut Ecke. Messi und Tor, alles wieder offen. Lewandowski, der Ball ist im Netz und damit liegen sie vorne. Gut gespielt, ist das die Chance? Jetzt Robben mit dem, der Ball ist drin. Fahne ist oben, abseits. Und damit zählt das Tor natürlich nicht. Messi verwandelt den Elfer. Schöne Flanke. Versucht mit dem Kopf. Und jetzt haben sie das Tor. Kurz vor Schluss liegen sie vorne. Reicht das?